Heidiho, liebe Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition. Ich befinde mich nach wie vor in dem Haus von Mercer Fry, dem Verräter, und versuche hier zum einen die Hütte auszunehmen und alles zu klauen, was nicht nietzsche- und nagelfest ist, und zum anderen versuche ich irgendeinen Beweis oder einen Hinweis auf Mercer Frys Aufenthaltsort zu gewinnen. In der letzten Folge hat man gesehen, dass ich hier an zwei Banditen, die das Haus noch bewachen, fast verzweifelt bin. Die haben mich immer wieder umgehauen, weil ich einfach nach wie vor ein absoluter Lauch bin. Jetzt werde ich mal die Magie wechseln auf Frostbite, denn das müsste, ich guck grad mal. Genau. 10 Punkte Schaden, ja, ist normal. Auf Health und Stamina. So, das sind keine Magier, dann würde ich was anderes nehmen. Ja, das sind einfach irgendwelche Banditen, die einfach nur draufkloppen. Wenn ich den Stamina nehme, dann haben die keine Kraft mehr und können nicht mehr draufkloppen. Ja, das ist meine Taktik in a nutshell. Mal gucken, ob es klappt. Irgendwann zur Ruhe. Schon. Okay, die erste haben wir. Ich glaube, jetzt brauche ich aber zum einen Heilung. Ja, kann ich schaden. Zum anderen, er haut schon zu. Brauche ich dich jetzt mal Magicka? Dem muss ich jetzt so ein bisschen auf Abstand halten, irgendwie. Jawoll. Und dann läuft das auch hier. Easy. So. Noch mehr Bewacher des Hauses scheinen hier nicht rumzurennen. Wo habe ich die alte jetzt weggekloppt? Hier. So, der nehmen wir auch das Gold weg. Schuhe lassen wir hier. Ach, die hat ja nur so Pennerklamotten. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Okay. Einfach so ein Ziegenfuß oder so. Oder Goat? Goat ist die Ziege, oder? Da haben wir noch ein bisschen Monettas. Da haben wir noch mehr Monettas. Ah. Ganze Brieftasche, cool. Ein Diadem oder sowas. Nice. Das lesen wir mal eben. Vielleicht können wir irgendwas verbessern, aber scheint nicht so zu sein. Okay. Ist auch nichts mehr, da wird's rausgehen. Lässt sich eh nicht öffnen, okay. Und hier war ich ja vorhin schon. Nee, ne? Oder? Keine Ahnung. So, dann sind wir hier oben durch, glaube ich. Das ist auch nichts von Wert alles.
Na, die Diabella. Ne, die Bella-Statue. 100. Ja, ich nehme mal mit. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Wahnsinnshinweis auf den Aufenthaltsort von Mercer Frey hier einfach so in so einem blöden Eimer oder so liegt. Eher in einem Schrank, aber da weiß ich auch nicht so recht. Aber nicht in so einem Fass hier. Sieht auch nicht so vielversprechend aus. Das auch nicht. Da geht es schon in den Keller. Okay. Gehen wir gleich auch hin. Da ist auch noch ein Buch. Man lernt aber nichts. Okay. So, da liegt doch schon irgendein Zettel am Tisch. An den Eigentümer. An den Besitzer von Gut Riftwald. Ich bin es nicht gewohnt, unter solch verschwiegenen Umständen zu arbeiten, doch eure großzügige Entschädigung für die Unannehmlichkeiten war mehr als angemessen, um das Projekt abzuschließen. Sowohl die Balkonrampe als auch der Bodenmechanismus waren interessante Projekte und ich hoffe, ihr werdet feststellen, dass sie euren überraschend genauen Spezifikationen entsprechen. Solltet ihr meine Talente noch einmal benötigen, stehe ich euch gerne wieder zu Diensten. Kiltinius Danduril. Okay, Balkonrampe, die habe ich ja draußen in der letzten Folge, glaube ich, betätigt, ne? Mit dem, habe ich einen Pfeil drauf geschossen? Bodenmechanismus, okay. Also, entweder hier oder im Keller ist irgendwo ein Bodenmechanismus und da könnte der sich versteckt halten. Hier ist eine Einkaufsliste. Da hat er sich vielleicht mit Fresskram eingedeckt. Ah, da ist noch eine Brieftasche. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir mal im Keller. Ob der hier unten irgendwo rumschimmelt? Eine Sahneschnitte. Sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Tja, Bodenmechanismus, Bodenmechanismus. Das für komische Geräusche da im Hintergrund, dieses dumpfe irgendwas. Tja, ich wüsste jetzt gerade irgendwie nicht, wie ich hier einen Bodenmechanismus auslösen sollte. Befürchte, der ist hier nicht. War ich schon dran, ne? Ja. Ja, ich glaube, hier gibt's nichts. Hier irgendwas findet. Oder hier.
Warte mal, ich muss das nur mal lesen. An den Besitzer von Gut Riftwald. Aber wenn das jetzt der Hinweis ist... Dann hätte sich ja, diese Quest hier, die wäre ja dann eigentlich erledigt, ne? Ich guck mal auf der Karte. Der zeigt's hier so an. Bei so Aufgaben, wo das Ziel einfach nicht feststeht, da springt er immer irgendwo hin eigentlich, ne? Oder führt mich dieser Marker jetzt irgendwo anders hin, irgendwie ans Ziel? Hm. Ich geh nochmal gerade raus hier. Türen kann ich alle nicht öffnen irgendwie. Hm. Da komme ich raus. Oder ist der Bodenmechanismus vielleicht sogar im Außenbereich? Und wie heißt das Ganze überhaupt? Das ist ja wahrscheinlich nicht gut. Riftwald. Riftwald Manor. Ja, das ist gut, Riftwald. Gehört das denn noch dazu? Ich glaube, das gehört noch zum Grundstück, oder? Ja, wobei, ich weiß nicht. Der Marker scheint ziemlich genau auf dem Haus zu sein. Nee, das ist schon das Nachbargrundstück, ne? Ja. Hm. Ja, der will, dass ich das da innen drin finde. Das ist irgendwo im Haus, Mensch. Dieser Hinweis. Ich muss hier einen Elch knutschen und dann geht hier die Bodenluke auf. Hm.
Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wahrscheinlich bin ich schon 12 Mal an irgendeinem Hinweis hier vorbeigelaufen. Aber ich kapiere es einfach nicht. Oder hier ist was fehlerhaft und das war irgendwie der Hinweis hier. Und es triggert nur nicht oder so. Weil irgendwie kapiere ich nicht, was ich sonst noch machen sollte hier. Die Regel kann ich nicht entfernen, die Türen dadurch nicht öffnen. Nee, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Keine Ahnung, was sie hier von mir wollen. Ich geh mal eben ins Nachbargrundstück, wenn ich reinkomme.
Warum liegt er hier? Oh, der ist aber reich. Cool. Tja, da kommt man auch nicht rein. Da ist irgendein Gauner-Zinken dran oder so. Okay, ja. Wartet! Ich kenne euch doch! Nö, nö. Ich gucke hier zur Sicherheit nochmal irgendwie, ob da irgendwas. Man hier irgendwas machen kann, aber nein, kann man nicht. Das ist ein Tempel. Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin komplett ratlos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das hier weiterbringen soll. Ich werde mal eben speichern. So. Dann mal eben das Ganze neu laden. Und dann nehme ich hier nochmal das hier und guck mal, ob sich dann was tut hier. Nö. Ich bin mir sicher, es gibt irgendwo hier einen Bodenmechanismus. Irgendwo gibt's den, aber... Ich würde immer noch sagen, im Keller, aber ich... Ey, keine Ahnung, was... Wie soll ich den... Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf, wie ich den auslösen soll. Wenn man hier runter geht, sind hier auch so komische Geräusche, ne? Die hier irgendwie nicht hingehören, aber... Ich kann hier einfach nichts machen. Nee, Leute, ich verbleibe ratlos. Ich komme nicht drauf. Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Ich würde es jetzt auch erstmal aufgeben, denn das Folgenende ist eh erreicht. Und dann gucke ich mal, ob ich dieses Rätsel in der nächsten Folge gelöst bekomme. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, gerne. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bleibt weiterhin gesund. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt. Bis dahin.